Werner. Dies ist, wie man wohl sagen kann, ein Wiedersehen aus besonderem Anlass. In 10 Tagen werden Sie 65. Und ich werde mich hüten, abergläubisch, wie wir nun mal sind, vorzeitig so etwas wie herzlichen Glückwunsch zu sagen. Aber dennoch möchte ich Ihnen heute Abend gratulieren, nicht unbedingt zum Geburtstag, sondern dazu, dass Sie auch die nicht so einfachen Zeiten überstanden haben. Die Jahre bei der UFA während des letzten Krieges, als Ihr Bild in allen Bunkern oder Soldatenstuben hing, als Ihnen die Lanzer Feldpostbriefe schrieben, in denen man lesen konnte, und dies ist ein Zitat: Sie sind unser Sonnenschein, unser lieber Begleiter, Trost in trüben Stunden. All das war keine Garantie dafür, stellte sich heraus, dass Sie fortan ein glückliches Leben führen konnten. Wie ist denn das nun gewesen? Hat man nun langsam in den Ateliers vielleicht gemerkt, dass doch nicht alles Eitel, Freude und Sonnenschein war? Da gab es zum Beispiel den Schauspieler Joachim Gottschalk, der sich umbrachte, weil er sich nicht von seiner jüdischen Frau trennen wollte. Da gab es Renate Müller, die sprang aus dem Fenster. Hat sie das alles in irgendeiner Weise erreicht damals? Renate Müller nicht mehr, da war ich ja noch zu jung. Aber mit Joachim Gottschalk habe ich ja einen wunderschönen Film gedreht, Die schwedische Nachtigall. Und wir sind uns eigentlich sehr nahe gekommen. Es gibt eine sehr süße Geschichte. Darf ich die erzählen von Gottschalk? Natürlich. Gottschalk war am Frankfurter Schauspielhaus Schauspieler. Erster Held nannte man das, glaube ich. Und ich war in der Schillerschule und war auf der Schule als Schülerin. Und das war eine Schülervorstellung, nachmittags, sonntagnachmittags. Und ich war mit einem kleinen Zettelchen hinten am Bühnenausgang und wollte ein Autogramm haben. Und wir haben angestanden und Joachim kam, Gottschalk kam und schrieb mit deutscher Schrift sein Joachim Gottschalk drunter. Sütterlin. Ja. Das kann man heute gar nicht mehr lesen. Kann kein Mensch ich lesen. Kann's auch lesen. Ich kann es auch lesen. Und dann schrieb er das drauf und okay. Also Blende würden wir im Film sagen. Und einige Jahre später war ich seine Partnerin in Schwedische Nachtigall. Er spielte den Hans Christian Andersen. Und wir hatten Premiere und das waren immer große Feste, die Premieren damals. Auch sogar noch im Krieg. Wir wurden auf die Bühne gebeten und wir waren in Originalkostümen und wir gingen runter. Und dann sage ich, wo ist der Gottschalk? Wo ist der Joschi? Wo ist der? Ja, keiner hatte ihn gesehen. Dann gingen wir runter und unten an der Treppe stand Gottschalk, hatte ein Zettelchen in der Hand und sagte, und jetzt möchte ich ein Autogramm von dir haben. Das war eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und Sie haben jetzt das Stichwort gegeben, Ilse. Wir werden uns jetzt anschauen, eine Szene aus Die schwedische Nachtigall. Ja. Das war die Sängerin Jenny Lind. Ja. Kurierpost aus Amsterdam. Amerika-Vertrag perfekt. Okay, lassen Sie mich bitte jetzt damit zufrieden. Okay. Ja, ja. Warum weißt du, wer da ist? Hans Christian. Ach, ich habe auf diesen Augenblick gewartet. Geh, Karin. Jenny. Nachgeeilt. In all meinen Gedanken, in all meinen Wünschen.
ein ganzes Jahr. Du, Jenny, ich traf dich unterwegs. Unterwegs? Ja, du fuhrst mir davon. Ich lief dir nach und sah bloß noch den Staub von deinem Wagen. Wann? Immer war es so. Ja, war es so. Ach, Hans Christian, du hast mir sehr gefehlt. Ich brauchte dich. Ich habe so oft mit mir gekämpft, ob ich dir schreiben sollte. Ob ich es durfte. Ist es erlaubt? Ich wollte an diesem Abend nicht fehlen. Er ist ein großer Erfolg geworden. Auch die Kopenhagener liegen ihm zu Füßen. Darf ich Ihnen Glück wünschen? Ich danke Ihnen. Mein lieber Andersen, aus Rom hierher geeilt? Ja, ich musste diesen Abend miterleben. Ja, das verstehe ich. Es ist immer schön, wenn eine Hoffnung sich bestätigt. Und sich so groß bestätigt. Ich freue mich, dass nun auch Kopenhagen mich anerkennt. Sie haben recht gehabt, Jenny. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr glücklich werden in Ihrer Welt. Leben Sie wohl. Ja, wir haben gerade gesehen, wie fabelhaft Sie singen konnten, aber da müssen Sie